Und wenn ich schon bei Tools bin, dann kann ich auch wieder zurückkommen auf die Four Disciplines of Execution, also die vier Disziplinen der Umsetzung, wie es, glaube ich, die deutsche Übersetzung heißt, wo einfach auch dieser Reflexionsrahmen drinnen ist. Wir haben schon darüber gesprochen, diese vorwärtsgewandten Ziele, die irgendwie sagen, okay, wenn ich diese Woche, zum Beispiel um auf dein Radfahren zurückzukommen, ja, wenn ich im Jahr 2000 Kilometer fahren möchte, dann kann man sich leicht ausrechnen, was man in der Woche fahren muss. Und dann kann man einfach sagen, okay, kann man sich so einen schönen Zettel an die Wand hängen und kann sagen, in dieser Woche, was ist die Zahl, jetzt habe ich es vergessen, ja, aber was weiß ich, 30, 70, 100 Kilometer, was auch immer. Und dann weiß man einfach schön, dass man hinkommt und ist nicht am Ende vom Jahr überrascht, dass es sich leider nicht ausgegangen ist und es dann doch nur 800 waren, statt den 2000. Ne? Und genau dasselbe gilt natürlich für alle unternehmerischen Ziele auch, die du hast. Ja? Sind die 2000 Kilometer halt 2 Millionen Euro Umsatz? Und da wäre es auch blöd, wenn du Ende Dezember dann draufkommst, dass sich das leider nicht ausgehen wird.